Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Mein Intro-Tierchen, eine wunderhübsche, glaube jetzt dreijährige mittlerweile, Aldabra-Riesenschildkröte. Die Aldabra-Schildkröten habe ich euch ja schon in diversen Folgen vorgestellt, auch in ihren Ursprungs- oder Verbreitungsgebieten. Jetzt mal ein Tier hier in der Terraristik. Zum einen, weil sie wunderschön ist und zum anderen, weil sie eigentlich auch ganz gut zu dem Thema passt. Es geht darum, Reptilien zu zähmen, ne? Und hier diese Aldabra, die witzigerweise, die faucht auch ein bisschen. Ich halte sie mal an mein Mikro hin. Hört er sie? Ne, jetzt macht sie es natürlich gerade nicht. Die können auch mal ein bisschen unwillig sein oder sie ziehen sich dann halt ein oder sowas. Aber das ist nichts, was ich zähmen muss, weil die eigentlich nie irgendwie dem Pfleger gegenüber beißen oder kratzen oder irgendwas. Also fast alle Landschildkröten, ne, sind so umgänglich. Wie gesagt, die ziehen sich allenfalls ein oder fauchen mal wie jetzt gerade. Aber sie machen nichts. Von dem her ist das genau das Gegenteil von dem, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Jetzt kommen wir zum Thema heute. Nur mal zum Zeigen. Guckt, das ist natürlich der Vorführeffekt. Hier die Anacondas sind in der Regel wirklich garstige Tiere. Ich habe jetzt probiert, eine garstige zu finden. Und jetzt ist sie doch so weit, dass sie versucht zu beißen. Wenn ihr ein Tier habt, das einfach, oder wenn ihr nervös seid bei dem Tier, ja, zieht euch einfach so Handschuhe an. Ne? Da kann nichts passieren. Das sind große, dicke Handschuhe. Geht natürlich nicht mit dem Gesicht ans Tier, sondern haltet es weit weg. Beziehungsweise das Ganze funktioniert natürlich nur bis, ich würde mal sagen, guten Meter von dem Tier. Ne? Meter, vielleicht Meter 50 auch noch. Je nachdem, wie man es hält. Passt auf euer Gesicht natürlich auf. Zieht euch Handschuhe an. Ja? Dann kann das Tier machen, was es will. Wenn es beißt, tut es nicht weh. Wenn die Schlange zahm werden soll, die wird nicht von allein zahm. Die wird nicht zahm, wenn sie im Terrarium sitzt und ihr sie mal anguckt oder ihr sie, was weiß ich, so ab und zu mal betatschen tut, dann wird sie gerade das Gegenteil von zahm. Ja, dann, guck, dann beißt sie nämlich auch gleich. So ein Rumgetatsche können Reptilien auch absolut nicht leiden. Ihr müsst es rausnehmen. Witzigerweise, ich habe jetzt ja, wenn ihr gesehen habt, am Anfang hatte ich wirklich fast wegen Probleme, dass die überhaupt hier beißt und die sind relativ garstig. Die Probleme hatte ich, weil ich das Tier jetzt einfach mit Handschuhen genommen habe und festgehalten habe, ohne langes Tamtam. Ja. Das ist das, was Reptilien eigentlich gerne mögen oder wo sie kein Problem damit haben, wenn man sie einfach anlangt, hält und gar nicht, wie gesagt, gar nicht lang dran rumtatscht, rumfummelt, rummacht. Dann haben die kein Problem damit. Umso nervöser ich bin und umso unruhiger ich da hin und her mache und rumzuck und rumtatsch und was weiß ich was, umso nervöser wird auch das Tier. Also habt ihr eine Terrarienschlange, die nicht völlig brav ist, beziehungsweise der ihr nicht ganz traut, zieht euch Handschuhe an, nehmt das Tier raus, macht es wirklich jeden Tag. Ja, das müsst ihr jeden Tag machen. Das nützt doch nichts, wenn ihr das alle zwei Wochen macht. Macht es jeden Tag. Nehmt das Tier raus. Habt es in der Hand. Jetzt kommt mein alter Spruch. Guckt nebenher Fernsehen, wenn ihr wollt. Oder macht irgendwas anderes nebenher. Einfach, dass ihr nicht nervös seid. Hantiert das Tier. Und mit der Zeit wird das Tier immer ruhiger. Vielleicht nicht am ersten Tag, aber sicherlich nach ein paar Tagen wird das Tier ruhiger. Dann könnt ihr mal die Handschuhe langsam ausziehen. Wenn ihr merkt, oh, jetzt hat sie wieder gebissen, zieht den Handschuh von mir aus auch wieder an, wenn ihr Angst davor habt. Aber so könnt ihr es hantieren oder nehmt die Hand mit Handschuh Richtung Kopf, die andere Hand ohne Handschuh Richtung Schwanz. Da kann nicht allzu viel passieren, außer dass ihr euch vielleicht ankotet, wenn ihr Pech habt. Ist natürlich auch ärgerlich, auch nicht schön. Klar, gebe ich zu. Aber das müsst ihr machen und wie gesagt, das müsst ihr viel machen. Am besten macht es jeden Tag. Macht es lange, ja, nicht hier ein, zwei Minuten, sondern nehmt das Tier wirklich Viertelstunde, halbe Stunde raus. Habt es in euren Händen und das Tier wird zahm. Auch so eine Anaconda kann völlig zahm werden. Kleine Tigerpython sind am Anfang, wenn garstig, habe ich öfters mal Kunden, die sagen, oh, mein Tigerpython beißt zu. Gibt einige. Also fast jede Terrarienschlange, würde ich sagen, wird mit der Zeit
brav und zahm, wenn ihr sie so an euch gewöhnt. Es gibt meines Wissens zumindest keine anderen Tricks. Ja? Also die Leute fragen immer, oh, erzähl mir, oder sag mir mal, was du für einen Trick hast. Es gibt keinen Trick. Der Trick ist einfach die Ruhe. Ne? Die Ruhe bekommt ihr hier durch den Handschuh. Ne? Solange ihr den Handschuh anhabt, passiert euch nichts. Und wie gesagt, die Kontinuität. Also macht es oft. Ne? Das geht jetzt hier nicht in 10 Minuten, Viertelstunde, sondern ihr müsst es wirklich ein paar Tage oder ein paar Wochen lang machen. Und dann werdet ihr Freunde. Den einzigen kleinen Trick, den es auch gibt, ihr müsst die Tiere auch relativ gut füttern. Sind die übermäßig hungrig, dann sind sie vielleicht von Natur aus auch ein bisschen garstiger, wie wenn ich eine wohlgenährte Schlange habe. Also wohlgenährt heißt, dass ich einmal die Woche ausreichend großes Futtertier der gebe, dass sie ein bisschen Speck auf den Rippen hat. Dann ist sie von Natur aus auch ein bisschen ruhiger, wie wenn ich ein völlig ausgehungertes Tier habe. Ja? Das ist der einzige Trick, den ich euch noch verraten kann. Und ansonsten Handschuhe und Geduld und dann werdet ihr Freunde. Was ich noch vergessen habe oder was ich noch anfügen will, Schlangen, das habe ich aber schon oft gesagt, mögen es natürlich auch nicht, wenn man denen vor dem Gesicht rumfummelt. Ne? Also wenn ihr das Tier hantiert, vielleicht habt ihr es gesehen, ich tue es eigentlich schon die ganze Zeit mehr oder weniger von hinten anfassen, ne? Also der nicht von vorne begegnen. Ne? Wenn ich die von vorne reiz und nerv, das seht ihr schon an der früher oder manche sagen Angriffsstellung zu diesem S, ne? Muss es aber nicht zwangsläufig sein, dann kommt von der Seite, ne? So wie jetzt hier. Ne? Wenn ich dann von unten hingehe, ist das auch wieder was ganz anderes. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Also das Tier nicht von vorne anfassen, sondern immer von unten, von der Seite. Und das müsst ihr beachten. Bei den Echsen ist es im Prinzip die gleiche Sache. Hier habe ich jetzt einen Schwarzleguan als Beispiel, einen Cenosaurus similis. Gut, bei den Leguan oder bei den Echsen allgemein kommt natürlich noch dazu, dass die auch recht scharfe Krallen haben, was unheimlich wehtut, wenn er die so in die Hand nimmt, wenn die jetzt probieren, davon zu laufen, wegzurennen, so wie der es jetzt gleich macht, dann tut es, dann kratzt es auch unheimlich. Das ist definitiv eine Sache, wieso ich Handschuh brauche, also ich habe jetzt auch extra einen nicht braven, der kann oder wird unter Umständen auch beißen, wenn er meine Hand erwischt. Aber gleiches Spiel. Ich kann das Tier oder das Tier wird nicht zahm vom Nicht rausnehmen. Ich kenne Leute bei grünen Leguanen zum Beispiel auch, die probieren da so ein Salatblatt hinzuhalten und ganz vorsichtig. Ich glaube leider fast, dass diese Methode nicht von Erfolg gekrönt ist. Also es hilft leider nur die sanfte Gewalt, sage ich mal. Ihr müsst ihn rausnehmen, müsst ihn in die Hand nehmen, müsst ihn hantieren. Das Tier merkt mit der Zeit, aha, da passiert mir nichts. Also haltet den eine Viertelstunde, alter Spruch, setzt euch hin, guckt Fernsehen nebenher. Das Tier merkt, es passiert nicht viel, das müsst ihr regelmäßig machen, am besten jeden Tag machen. Noch eine Anmerkung von wegen jeden Tag, auch bei der Schlange vorher. Natürlich nicht, wenn das Tier gerade gefressen hat, sei es jetzt bei den Echsen, wenn er viel gefressen hat oder bei den Schlangen sowieso. Ne? Also nach dem Füttern natürlich erstmal in Ruhe lassen, speziell bei den Schlangen. Bei den Echsen ist schwieriger, wenn die jeden Tag oder jeden zweiten fressen. Aber nehmt darauf gleich wegen Rücksicht, wenn sie viel gefressen haben. Dann wollen die hier nicht mit Gewalt raus oder bitte streich das Wort Gewalt aus meinem Satz. Aber dann wollen sie nicht hier festgehalten werden, sondern dann wollen sie ihre Ruhe. Aber ansonsten, wenn die verdaut haben oder relativ verdaut haben, müsst ihr so machen. Nehmt die raus mit Handschuhen. Mit der Zeit könnt ihr auch hingehen, Handschuh langsam ausziehen, das ohne Handschuh probieren. Wie gesagt, bei den Tieren mit scharfen Krallen müsst ihr natürlich auch wirklich mit den Krallen aufpassen. Also es gibt Mordsschnittverletzungen, die entzünden sich dann relativ stark. Passt da auf. Aber mit der Zeit werden die zahm und dann könnt ihr es auch die gleiche Methode am Anfang Handschuh, dann vielleicht ein Handschuh raus, aus. Und wenn es die Krallen zulassen, irgendwann könnt ihr die Tiere dann auch ohne Handschuh hantieren und sie haben sich an euch gewöhnt. Soweit meine Ratschläge, meine Tipps,
Wie gesagt, es gibt keinen Geheimtipp. Insgesamt wirklich das A und O liegt in der Ruhe. Ihr selber müsst ruhig sein, dann wird das Tier ruhig. Die Ruhe, die Handschuhe geben euch theoretisch die Ruhe. Ne? Ihr seid sicher, selbst wenn so ein großer Schwarzleguan jetzt hier in den Handschuh beißt oder auch den Finger erwischt, dann tut es vielleicht ein klein bisschen weh durch den Handschuh, aber definitiv vertretbar. Bei der Schlange genau das Gleiche. Also von dem her könnt ihr wirklich ganz ruhig und entspannt sein. Übertragt die Ruhe ans Tier und dann kriegt ihr fast alle Reptilien auch gezähmt, in Anführungsstrichen. Also kriegt sie ruhig, kriegt sie handelbar, was meines Wissens die meisten von euch auch ganz gern wollen und ganz gern haben.